Passend zur Ballsaison fand am 29. Jänner im Schloss Stauf ein besonderer Abend statt. Das Kulturforum Frankenmarkt lud ein zu einer Veranstaltung mit dem Titel Opernball im Taschenformat. Ja, über den Opernball werden wir heute sprechen. Also ich werde sprechen und Sie werden zuhören, wenn Sie gestatten. Aber wenn Sie Zwischenfragen haben, natürlich jederzeit. Christoph Wagner-Trenkwitz gab in dem Vorlesungsabend Geschichten, Anekdoten und vieles mehr über den Opernball und das Drumherum betreffend zum Besten. Ein Ruf hinter sich, Warane tradeumme, Frau glaubt nicht, dass das bist. Das ist der 15. Opernball heuer, also in wenigen Wochen, den ich mit dem Karl Hohnlohe mitgestalten darf. Und da haben sich natürlich einige Geschichten angesammelt, einiges an Hoppalas und Anekdoten, und die werden da von mir berichtet. Und dazu gibt es ein wunderbares Streichquartett, das Streichquartett Sonare Linz. Die machen dazu Musik, also nicht gleichzeitig, ich wäre abwechselnd dummer. Zu diesem Programm war vom Peter Gilmeier, also dem Konzertmeister sozusagen, dem ersten Geiger des Streichquartetts Sonare. Der hat gesagt, wäre das nicht einmal lustig, wenn du so ein paar Opernballgeschichten erzählst, vorliest, auch aus deinen Büchern, und wir machen dazu Musik. Ich fand das großartig. Mir fällt ja zum Opernball Jahr für Jahr nichts ein, also außer dass ich dann dort bin, daneben und im Kammerl sag, was mir einfällt. Aber dass man daraus ein eigenes Programm machen kann, fand ich eine tolle Idee. Ich habe sofort Ja gesagt. Ich sage überhaupt zu allen solchen Ideen gleich Ja. Ich habe nur selber keine Ideen. Aber das macht nichts. Ich sage zu so vielen Ideen Ja, dass mir nie fad wird. Eine lustige Sache, das ist auch schon so ungefähr das 10., 11., 12. Mal, dass wir mit diesem Programm auftreten, und heute in Frankenmarkt. Stimmt das? Richtig. Frankenmarkt, gut. Ich sagte also, das Opernballkrönchen ist 40 Dekagramm schwer. Worauf Karl konterte, also etwa so schwer wie ein Wurstsemmerl. 1,5 Millionen Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer verbrachten die folgenden Minuten damit, sich auf den Köpfen der zierlichen Debütantinnen wippende Wurstsemmerln vorzustellen. Ebenfalls erinnerlich ist der Moment, als sich bei einer Eröffnung die Debütantenschar in zwei anmutige Reihen teilte und einer der Kommentatoren anmerkte, hier gilt die Rettungsgasse. Humor und Ironie wurde an dem Abend im Festsaal großgeschrieben und beanspruchten durchaus die Lachmuskeln der Zuschauer. Das sagen wir ab jetzt immer wieder. Ich meine, man muss ja nicht jedes Jahr was Neues einfallen lassen. Der Humor ist überhaupt das Wichtigste im Leben. Also man überlebt das Leben ja nicht ohne Humor. Man überlebt schon gar nicht den Opernball ohne Humor. Manche nehmen ihn ja furchtbar ernst. Zu denen gehöre ich nicht. Es ist ein eigenartiges Ereignis, wo also bei der einen Türe der Bundespräsident rausgeht und bei der anderen Türe die Pornodiva den Saal betritt. Beim Opernball gibt es irgendwie alles. Ich glaube aber allgemein, jetzt auch abgesehen vom Opernball, wenn man sich im Leben allzu ernst nimmt, dann wird man bald sehr wenig Spaß haben, und das wollen wir alle nicht. Und weil dieser wunderbare Abend wie im Fluge vergangen ist, hören wir jetzt das gleichnamige Opus 230 von Josef Strauss. Im Fluge, Polka, schnell! Das Publikum war sowohl von dem Vortragenden als auch von der Musik sehr begeistert. Er hat einen unheimlichen Witz, was mir immer gut gefällt. Ich mag es gern, wenn es menschelt, es menschelt unheimlich. Und die Musik ist natürlich so oder so ein Wahnsinn. Also ich finde diese Kombination ausgesprochen gut. Also es war eine sehr lebendige Geschichte, und ich glaube, dass wir uns alle unheimlich wohl gefühlt haben.
Naja, mir gefallen natürlich die Opernballgeschichten vom Trenkwitz, deshalb sind wir ja hergekommen. Aber sehr gut gefällt mir natürlich die Musik, weil das sind wirklich hervorragende Musiker. Erstens einmal und zweitens einmal bringen sie eine wunderbare Stimmung in den Abend hinein. Das Kulturforum Frankenmarkt organisiert einen sehr gelungenen Abend im Schloss Stauf und die Besucher zeigten ihren Dank mit viel Applaus. Applaus